Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Freunde finden es leicht, sagt uns dieses Spiel. Wollen wir noch mal gucken, ob das auch stimmt. Wahre Freunde? Nein, das ist nicht leicht. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Sally Fletcher. Das ist unser Sklavenhändler? Zufall, oh Zufall. Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate vor. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. So, so. Okay, also noch ein Rekrutieren, mein Gott. Langsam reicht die Truppe aber auch. Na, ja, er dachte ja auch, ist der Letzte. Der Soldat. Okay. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Sehe ich aus wie ein Rekrut? Mit dem Mantel? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Ach ja, stimmt, da war was. Stimmt, stimmt. Corps Hill Artillery. Corps Hill ist eine der größten Erhebungen in Boston und der höchste Punkt an Nostons Nordseite. Der Hügel wurde während der Belagerung Bostons befestigt, auch um die Rebellen davon abzubringen, selbst ihre eigene Befestigungsanlage auf der anderen Flussseite der Charlestown-Halbinsel zu errichten. Die Artillerie auf Corps Hill beschoss die Kontinentalarmee während der Schlacht von Bunker Hill, mehr oder weniger. Es war mehr Ablenken als Abschießen, jedenfalls bei der Breed's Hill-Befestigung. Das Artilleriefeuer auf die Stadt Charlestown war schon effektiver. Die dadurch ausgelösten Brände zwangen die Scharfschützen der Kontinentalarmee aus der Stadt und die Stadt selbst wurde zerstört. Autsch. Ja, Artillerie war damals zu dem Zeitpunkt wirklich mächtig. Irgendwas war doch noch neu gerade. Märkte. Ja, okay. Komm, haben wir es mal gelesen. Haha, ja, ist cool. Sehr gut. Pitcairn. Mal gucken, was Pitcairn für ein Mann ist. Corps Hill Artillery und John Pitcairn. Na ja, komm, beschreib mir mal was. Der sieht schon mal ein bisschen älter aus. 1722, ja, er ist etwas älter. Im Jahr 1754 war John Pitcairn ein junger Kapitän im britischen Marinekorps. Er kämpfte im Siebenjährigen Krieg, aber ich kann nicht viel über seine Posten finden. Den Aufzeichnungen nach befand er sich während der Belagerung von Louisburg, das ist in Kanada, auf der HMS Lancaster. Hier steht nichts darüber, ob er auf der amerikanischen Seite der Kolonien stand, aber anscheinend hat er auch verdeckte Arbeit geleistet. Das würde den Mangel an Informationen erklären. Pitcairn wurde 1771 zum Major befördert, bei seinen Untergebenen war er sehr beliebt und von seinen Feinden wurde er gepriesen. Das ist ein ziemliches Kunststück, vielleicht hatte er ein bezauberndes Lächeln. Ich tippe eher, dass der Kerl ziemlich gut war in dem, was er tat. Verdeckte Operation? Das würde erklären, warum wir ihn jetzt gerade rekrutieren. Aber er scheint jetzt gerade sehr Probleme zu haben. Ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. So, willst du das Spiel also spielen? Na gut. General Braddock weiß offenbar nicht, wer Haven Kenway wirklich ist. Ja, wird er noch rausfinden. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn als Bruder nannte.
Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Okay, er hat direkt wieder einen Plan, war klar. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Ah ja, okay, das klingt nach einem Plan. Aber erstmal Edward Braddock. Edward Bulldog Braddock war der Major General, der zu Beginn des Siebenjährigen Krieges an die Spitze der britischen Truppen gestellt wurde. Wahrscheinlich, weil sein Spitzname Bulldog war. Oh, der oberste Major General an der Spitze der britischen Truppen ist also sehr, sehr wichtig. Braddock war amtierender Gouverneur von Gibraltar, als er das Kommando für Nordamerika erhielt. Er befähigte 2 Regimenter Soldaten und sollte, als Teil eines größeren Angriffs auf die französischen Kolonien auf dem Kontinent, Fort Duquesne von den Franzosen zurückgewinnen, bekannt unter dem Namen Braddock-Expedition. Braddock war als Gouverneur in Gibraltar sehr beliebt, aber die Dinge änderten sich, sobald er Nordamerika erreichte. Er war bekannt dafür, strenge Ordnung unter seinen Truppen zu wahren, aber scheinbar war er darüber hinaus auch sehr brutal. Er erwarb sich den Ruf, aufbrausend und grausam zu sein. Er verachtete nicht-britische Soldaten, womit er die koloniale Miliz verprellte. Eine brutale, rassistische Bulldogge also. Diese Art Bulldoggen mache ich am wenigsten. 1755 bekam Braddock während einer Schlacht eine Kugel in die Brust. Man munkelt von seinen eigenen Soldaten. Scheint ein Berufsrisiko zu sein, wenn man die Leute um sich herum schlecht behandelt und diese alle eine Waffe tragen. Klingt, als ob die Bulldogge eingeschläfert wurde. Das ist übrigens nichts Unnormales. Definitiv nichts Unnormales. Ah, da komme ich leider nicht hoch, okay. Dann will ich doch mal hier hochklettern. Oh, verdammt, das ist eigentlich nicht so super clever. Ah, oh. Flaggenposten hochklettern, das finde ich cool. Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Schiffstweet? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Sie werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familie zu entlassen. So, und immer schön dranbleiben. Und ich möchte auch lieber auf den Dächern bleiben, weil ich habe Angst, dass ich weiter unten irgendwie von denen entdeckt werde. Das, wenn ich so auf halber Höhe versuche oder so. Kannst du da hochklettern? Nee, das hätte mich auch gewundert. Ah ja, ich bleib hier dran, ich bleib hier dran. Ja, jetzt... Okay, genau so. Anbleiben. Okay, was wird Charles machen? Ja. Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Oh, fuck! Okay. Aber... Die haben doch gerade sich noch unterhalten. Das ist doch sein General Braddock. Was zum... Hätte sich Lee nicht verkleiden können? Na gut. Lee? Ich glaube, das hat das Spiel nicht beabsichtigt. Ich glaube, Lee sollte hier eigentlich weiterrennen. Geht doch. Seht ihr? Das war ein kleiner Bug. Und hey, Pitcairn! Ja, komm, wir hauen einfach ab. Wie wär's damit? Oh nein, ich muss die Story ja weitermachen. Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Ach, muss es denn immer so enden? Oh shit, sind das viele. So. Müsste doch mal wieder ein bisschen... Ach, eine Klinge habe ich doch auch ganz vergessen. Stimmt ja. Oh, ah, 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 ah. So nicht. Wow. Krasser Move. Leider haben die Spitze Verstärkung gerufen. Okay, darauf habe ich gar nicht geachtet gerade. Das sind wahrscheinlich diese Typen da. Wow. Junge, das nenne ich eine Salve. Grenadiere. Okay, wer sind die?
Grenadiere waren ursprünglich die Soldaten, die für das Werfen von Granaten zuständig waren, daher der logischerweise der Name. Dazu wurden besonders große, starke und furchtlose Männer ausgewählt. Sie mussten nicht nur stark sein, um die Granaten weit genug zu werfen, sodass sie den Feind auch tatsächlich trafen, sie mussten auch tapfer oder dumm genug sein, um sich währenddessen an vorderster Front aufzuhalten. Grenadiere galten auch als schnelle und effektive Angriffstruppen und halfen dabei, bei Belagerungen die Barrikaden zu durchbrechen. Du weißt schon, einer dieser einfachen Standardjobs, bei dem man höchstwahrscheinlich draufgeht. Ja, fantastisch. In der Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Granaten langsam aus der Mode, aber die Grenadiere galten immer noch als Elite-Regimenter und bewachten die Flanken ihrer Bataillone. Und taten immer noch all die gefährlichen Dinge, für die sie sich einen Ruf gemacht hatten. Eine interessante Anmerkung noch zu ihren Hüten. Sie waren hoch und schmal, damit sie beim Werfen keine Behinderung darstellten, was ja schon mal ganz hilfreich ist. Schließlich wurden die Grenadiershüte zur Standardkopfbedeckung vieler Armeen. Es kann aber auch sein, dass die Grenadiere einfach gerne wie der Papst aussehen wollten. Die Geschichtsbücher schweigen sich zu dem Punkt aus. Ja, kein Wunder, dass das auch Bullshit ist. Wie mach ich... Wo zum Teufel bin ich gerade? Ich sehe mich gar nicht mehr. Ach, da bin ich. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, weil ich den Scheißdreck sehe. So, okay. So, einmal ein bisschen die Waffe nachladen. Ach, ist Braddock etwa noch am Leben? Hast du ein Schwein? Ich zügle meine Hand, weil ihr als mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ich find's gut, wie sie General Braddock im Hintergrund einfach mal überhaupt nicht ausreden lassen. Drauf geschissen, was der alte Sack erzählt. So, haben wir also schon wieder was geschafft. Mann, das ist die Gruppe aber auch vollzählig genug, würde ich sagen. Leider diesmal keine volle Synchronisation. Schade. Ach ja, oh, ganz vergessen. Komm. Diesmal schaffe ich es. Hoch da. Ja. Komm. Ach, schon verloren, verdammt. Wie schnell muss ich denn da sein, bitte? Ja, ich muss sofort dran denken, quasi. Wenn ich hier spawne, sofort dahin rennen. Na gut. Soll ich die Tür schon mal öffnen oder mich mal ein bisschen umgucken? Ich meine, es gibt doch wohl ein paar Sachen hier zu tun, oder? Hier, so als Beispiel. Ein Aussichtspunkt. Und ein Gespräch. Komm, ein Gespräch nehmen wir noch mit. Wow, das war auf der Karte sah es ziemlich nah aus, aber es sind doch 160 Meter. Okay, also das zeigt mir, wie groß Boston insgesamt ist. Ziemlich groß. So, komme ich da leicht rüber? Ja, natürlich. Ich liebe es, dass überall immer irgendwas rumsteht, womit man sich super schnell hin und her bewegen kann. So muss das. Ja, okay, jetzt gut. So. Vorbei, lasst mich vorbei. Hä, wo ist denn hier ein interaktives Gespräch? Hier ist bloß ein Händler. Das kennen wir doch schon. Halt! Ah, hey! Willkommen. Mehr Almanach-Seiten? Nicht wirklich. Eigentlich eher eine Abhandlung. Oh. Um was geht es? Die Vorzüge einer älteren Frau als Liebhaberin. Ehrlich? Das würde ich gern hören. Erstens und offensichtlich, sie sind weiser. Also ergeben sich viel stimulierendere Unterhaltungen. Und andere Dinge werden auch stimulierender. Mehr dazu folgt in einem Moment. Nun gut, das Argument mit der Erfahrung ergibt schon Sinn. Zweitens, vergeht die Schönheit, müssen Frauen ihren Nutzen vergrößern. Ansonsten werden sie verlassen und vergessen. Alte Frauen, die nicht sanft, mitfühlend und gut sind, sind eher selten. Macht sehr viel Sinn. Das klingt etwas verallgemeinert. Das aber auch. Ist aber wahr. Jetzt zu drittens. Ältere Frauen empfangen nicht mehr. Also schon wieder eine Sorge weniger. Tatsächlich verringert man auch das Risiko, sich etwas wie die Franzosenkrankheit zu fangen, da diese sich deutlich zeigt. Oder die Frau längst tot wäre. Autsch! Und wenn man doch ein Kind wünscht? Dann nehmt eine junge Frau zum Weib. Nehmt die ältere als Liebhaberin. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Mit dem Alter kommt Vernunft. Eine ältere Frau wird eure Indiskretion eher verheimlichen.
Ja. Klingt, als wüsstet ihr wirklich eine Menge darüber. Auf jeden Fall. Und ich bin stolz darauf. Vielen Dank. Und jetzt der fünfte Grund. Bei jedem Tier, das aufrecht geht, führt der Mangel an Muskelflüssigkeit zuerst am höchsten Ort zur Veränderung. Das Gesicht wird hager und faltig. Dann der Hals, dann Brust und Arme. Die unteren Teile bleiben aber so drall wie immer. Wenn man also den Oberkörper einer Frau mit einem Korb abdeckt, ist unterhalb der Gürtellinie eine alte nicht von einer jungen Frau zu unterscheiden. Und da im Dunkeln alle Katzen grau sind, ist das körperliche Vergnügen mit einer älteren Frau mindestens genauso gut und meist besser, da alle kleinen Kniffe durch Übungen natürlich auch verbessert werden. Verrückter Bastard. Auf jeden. Aber es ist wahr, glaubt mir, ich muss es wissen. Ich habe viele ausprobiert. Das solltet ihr auch mal tun. Wie ein guter Wein werden sie immer besser. Wenn man sie allerdings zu lange alleine lässt, haben einige die Tendenz, sauer zu werden. Und das, mein Freund, ist eine sehr unschöne Erfahrung. In einem wohlgepflügten Feld arbeitet es sich besser, wisst ihr? Gibt es mehr? Aber ja, was? Natürlich. Noch mehr? Nun zu Punkt 6. Die Sünde wird kleiner. Nimmt man eine Jungfrau, übernimmt man auch Verantwortung. Da können ganze Leben ruiniert werden. Das Risiko gibt es bei älteren Frauen nicht. Und das führt zu siebtens. Junge Frauen tendieren zu Schuldgefühlen. Beklemmung und Unwohlsein gibt es bei älteren, erfahrenen Frauen nicht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, der wirklich außerordentlich einfach ist. Ältere Frauen sind sehr dankbar für jede Aufmerksamkeit. Ihr führt einen zwingenden Beweis, Mr. Franklin. Ich werde wohl selbst einige Proben ziehen müssen. Ich kann es nur empfehlen. Das war eine der seltsamsten Unterhaltungen, die ich je in Assassin's Creed mithören durfte. Aber, naja, ich wette, Benjamin Franklin war auch so. Ja, viele von diesen historischen Figuren hatten eine Menge seltsame, naja, oder sagen wir mal ungewöhnliche Eigenschaften. Ach, Waffen kann ich schon kaufen, aber ich habe kein bisschen Geld. Also kann ich das vergessen. Was kommen denn noch so für Waffen? Oh, hier ist nichts Neues. Verbrauchsmaterial, Munition, Rauchbomben. Nee. Aber gut, schön zu sehen, dass es die Rauchbomben immer noch gibt. Das ist schon mal beruhigend. Dann mal raus hier und ich glaube, die Zeit können wir doch eben noch... Na, findest du die Tür schön? Ja, dann küss sie. Ja, oh, das ist wirklich deine Lieblingstür, man sieht es. Man sieht sie, Mann. Den Aussichtspunkt schnapp ich mir eben noch und dann werde ich die Folge wohl beenden. Da kann ich doch mal sagen, die Leute, die genauso wie ich zum ersten Mal jetzt gerade Assassin's Creed 3 sehen, was haltet ihr bis jetzt von dem Spiel? Also es ist bis jetzt definitiv nur die Vorgeschichte, aber einfach mal so das erste Fazit bis jetzt. Ich persönlich finde es spielerisch zumal sehr angenehm, es lässt sich super steuern. Was ich bemängeln kann, ist definitiv die Tatsache, dass es, so langsam vorangeht. Das Erzähltempo ist irgendwie so seltsam und ich finde die Gespräche sind so, so leise. So leise und so ruhig. Nicht so episch, krass laut, wie sie sein könnten, aber irgendwie ist es dadurch auch realistischer, dass die Gespräche einfach so sind, wie Gespräche nun mal sind. Nur in Filmen reden alle immer super laut und bei epischer Musik. Im echten Leben ist dem nicht so. Von daher kann man das eigentlich nur als Realismus, abwerten. Höchstens. Okay, Wache sieht mich. Schnell weg. Wo ist der Almanach? Almanach ist da unten und wartet, dass es losgeht. Interessant. Okay, ab wann bewegt sich diese scheiß Almanach-Seite? Oh, jetzt bewegt sich in die andere Seite. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Wohin fliegt's jetzt? Oh nee, er will nicht weiter. Nein! Das wollte ich definitiv nicht. Ich wollte doch nur eine Almanach-Seite, die ich jetzt sowieso nicht kriege. Oh Gott. Die haben sofort abgesperrt. Die Tür ist auf. Das ist super. Lass mich durch. Yeah. Das ist verdammt gut. Hallo, die sind ja... Haha. Keiner weiß irgendwas. Klasse. Okay. Merke ich mir mal. Sehr effektive Methode. Aber, na gut. Das war nicht so ganz, wie es sein sollte. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Alex. Bis dann!